Im internen Speicher der Fritzbox vom Hersteller AVM wurde ein geheimer privater Schlüssel für Zertifikate gefunden, den eigentlich nur AVM besitzen dürfte und der niemals im Umlauf kommen hätte in Umlauf kommen sollen. So. Mit diesem Schlüssel unterschreibt AVM die Zertifikate, mit denen sich die jeweiligen Fritzboxen gegenüber dem Provider ausweisen. Weiterhin ist in dem Zertifikat als zusätzliche Sicherheit, sag ich jetzt mal, die MAC-Adresse der jeweiligen Box hinterlegt. Wurde jetzt nun ein Zertifikat für eine bestimmte MAC-Adresse ausgestellt und zusätzlich mit dem nun aufgetauchten Schlüssel unterschrieben, kann sich die jeweilige Box oder Router oder das jeweilige Gerät in dem Fall mit dem Provider-Netzwerk verbinden. Mit dem gefundenen Schlüssel kann sich also theoretisch jeder ein eigenes Zertifikat erstellen und mit diesem Schlüssel eben unterschreiben und dann quasi unter einem falschen Namen, wenn man noch die entsprechende MAC-Adresse hat, von Kunde Mustermann aus Berlin, kann man quasi unter diesem Anschluss aus Düsseldorf surfen, sage ich jetzt mal ganz platt. Das Problem ist wohl bereits seit Herbst 2015 bekannt oder Mitte 2015, seit Herbst 2015 laufen die, ich nenne sie mal Gegenmaßnahmen, so erklärte zumindest einer der betroffenen Provider. Und AVM ist, wie gesagt, seit Herbst 2015 dabei, die entsprechenden Schlüssel auszutauschen. Wie der Schlüssel auf die Fritzboxen gekommen ist, weiß leider noch niemand.